So, Dankeschön. Nach 3 Tagen Vosges-Konferenz muss ich sagen, es fühlt sich an wie immer. Kurze Nächte, anstrengende Tage, aber ein zufriedenes Lächeln im Gesicht. Ich freue mich eigentlich jetzt schon auf die nächste Vosges-Konferenz. Da werden wir wieder ein Jahr Pause haben dazwischen, aber sicherlich gibt es viele andere Anknüpfungspunkte, wie man an Projekten weiterarbeiten kann, die Community fördern kann. Was hatten wir denn an der Vosges 2014 eigentlich so? Was für eine Struktur hatten wir? Die übliche wie immer, Workshops, Vorträge. Wir hatten 536 Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und damit die größte Vosges-Konferenz, die wir je ausgerichtet haben. Unter dem Gender-Aspekt kann ich leider keinen Vergleich bieten zu den vorherigen. Ich weiß nicht, ob wir weiblicher geworden sind. Da kann ich nur absolute Zahlen nennen, dass 455 Männer davon Teilnehmer waren und 81 Teilnehmerinnen. Da haben wir also durchaus noch Nachholbedarf, aber das wissen ja alle Konferenzen, die mit dem hier verbundenen Themen connected sind. Workshop-Teilnahmen. 202 Workshop-Teilnahmen. Da können Sie sich dann mal grob hochrechnen, was das auch finanziell für den Verein bedeutet und was das umgekehrt dann auch bedeutet für einen Input, den wir zukünftig auch leisten können in die Projekte, in die Communities. Vielen Dank dafür, dass mit dieser hohen Teilnehmerzahl und dieser hohen Zahl an Workshops auch an der Stelle unbedingt den Dank an die Workshop-Leitenden, die dafür nämlich kein Geld bekommen, sondern das tatsächlich als Input in die Community machen. Hier ist wirklich ein sehr großer Beitrag geleistet worden zu unserer gemeinsamen Idee. Danke. Eigentlich wäre es an der Stelle ganz sinnvoll gewesen, meinen Lightning Talk von der Eröffnung gerade nochmal mit korrigierten Zahlen zu machen. Denn tatsächlich haben wir Dessau geschlagen. Wir haben keine 7, sondern ich habe hier schriftlich vorliegen 8 neue Mitglieder im Vosges e.V. Und wir hatten aber auch ein paar Anfragen, die noch Mitgliedsanträge haben wollten. Das heißt, auch die Vosges-Konferenz ist aus der Sicht, aus Sicht des Vereins, auch als sehr erfolgreich zu bewerten. Danke und willkommen alle neuen Mitglieder. Glück haben muss man natürlich auch bei jeder Abschlussveranstaltung einer Vosges-Konferenz. Die Verlosung findet aber erst am Ende das Closing statt. Ich weise nur an der Stelle darauf hin, dass wir wieder Buchpreise haben, alle, die rausgehen, aber auch eine Krabbelkiste. Und wer hier noch teilnehmen möchte, hier vorne sind noch die Kisten für die Umfrage und der entsprechende Anmeldeschnibbel mit Namen kann abgetrennt werden und in die Losbox. Wir brauchen dann nachher gegen Ende des Closings dann noch eine Glücksfee, die uns entsprechend die Gewinner mit den Preisen zieht. Wir haben wieder Buchpreise, wir haben Regen- bzw. Sonnenschirme und unser Keynote-Speaker Daniel Morissette, der uns gleich etwas über die History of Map Server näher bringen wird. Da komme ich aber gleich dazu. Der hat noch ein ganz besonderes, sozusagen unser Highlight, mitgebracht. Wir haben hier nämlich ein Original-T-Shirt von der zweiten Vos4G-Konferenz sozusagen, die vor 10 Jahren die internationale Vosges-Konferenz, das Original-Teilnehmer-T-Shirt von damals, das ist definitiv der Hauptpreis unserer heutigen Verlosung. Danke, Daniel. Noch ein kurzer Hinweis an alle, die hier ihren Beitrag geleistet haben, indem sie Vorträge gehalten haben. Und das ist natürlich eigentlich der wichtigste Punkt. Unsere Konferenz lebt ja auch von den Vortragenden. Und nachdem wir sehr oft auch gehört haben, dass die
Vortragenden, dass man in einer Parallelsession war, einen Vortrag vielleicht auch nicht sehen konnte, bitte hier die Vortragenden über unser Pentabuff-System, über das ja auch der Vortrag eingereicht wurde damals, noch als Anhang unter Folien entsprechend die eigenen Folien als PDF mit anzuhängen. Ich wurde auch gebeten, darauf hinzuweisen, dass es für die spätere Sortierung für den Export hilfreich ist, wenn der Dateiname, der Titel ist frei wählbar, aber wenn der Dateiname die Eventnummer mit enthält, so wie es hier beispielhaft gezeigt ist. Natürlich an der Stelle auch der Dank an unsere Sponsoren, an unsere Silbersponsoren, die unsere Konferenz tatkräftig unterstützt haben, an unsere Aussteller und an unsere Bronzesponsoren sowie Mediasponsoren und Medienpartner. Und vielleicht überlegen sich ja einige oder einer für nächstes Jahr das Goldsponsoring in Angriff zu nehmen. Goldsponsor darf es nach unseren Sponsoring-Richtlinien nur einen einzigen geben. Wer da der Erste ist, der hat den Zuschlag und darf sich Goldsponsor nennen. Wie geht's weiter? Mitschauen. Wir konnten auf dieser VOSGIS-Konferenz, ich sag mal vorsichtig, nahezu alle, eigentlich könnte ich auch sagen, alle Talks live ins Internet streamen, über streaming.vosgis.de. Das war auch ganz praktisch, weil wenn man nämlich draußen am Stand saß, sah am Plotter und nicht im Vortrag konnte, dann habe ich häufig gesehen, während der Plotter am Plotten war, dass dann einfach der Vortrag geguckt wurde. Also an der Stelle herzlichen Dank an das Videoteam, die sich die Nächte um die Ohren geschlagen haben und unglaublich viel Energie da reingesteckt haben mit dem professionellen Equipment, das wir vom Chaos Computer Club zur Verfügung gestellt bekommen haben. Vielen, vielen Dank. Tolle Arbeit und das ist ein Applaus wert. Livestream ist das eine, hinterherschauen ist das andere. Die meisten, also die von gestern und vorgestern auf jeden Fall schon, ich wage zu behaupten, wahrscheinlich schon ein Teil von heute der Videos ist bereits geschnitten und kann online unter YouTube angeguckt werden oder die entsprechende Liste unter den angegebenen URLs im VOSGIS Wiki oder im OpenStreetMap Wiki, da sind die gelistet, aber das Einfachste ist wohl direkt über den YouTube /VOSGIS-Link zu gehen. Da sollten eigentlich alle aufgezeichneten Vorträge bereits oder in Kürze abrufbar sein. Also wer einen Vortrag verpasst hat, weil er einen mindestens genauso interessanten Vortrag im anderen Hörsaal gehört hat, hier einfach nachschauen und das Ganze nochmal machen. Wer noch weitermachen möchte, eigentlich ist die VOSGIS-Konferenz zwar vorbei, in Kürze, aber es gibt noch die Möglichkeit, das Wochenende in Berlin dran zu hängen und das nicht touristisch auszugestalten, sondern es gibt ein Berlin Hack Weekend jetzt direkt im Anschluss, Samstag, Sonntag von OpenStreetMap, auch im entsprechenden Wiki vermerkt. Da gibt es weitere Informationen und da sieht man auch schon, wer da in welchen Bereichen sich schon eingetragen hat und was machen möchte. Da steht auch momentan vom Marc noch, dass er die Videos da im Laufe des Wochenendes schneiden will, aber da wird er sich wohl ein anderes Betätigungsfeld suchen müssen, weil die dann wohl schon fertig sind. Super. Jetzt zum inhaltlichen Teil. Wir haben heute für die Abschlussveranstaltung einen sehr interessanten Gast, einen besonderen Gast, der, was die Geschichte des VOSGIS oder beziehungsweise mehr der OSGEO angeht, der Open-Source-Szene, der internationalen, der da als tragende Figur dazugehört, Daniel Morissette, der dem OSGEO-Board seit 2010 angehört, seit 2011 auch der Schatzmeister ist und der sowohl bei MapServer als auch GEDAL OGR im Project Steering Committee ist, auch jeweils dafür entwickelt, in der OSGEO im Incubation Committee ist und seit 2009 auch Träger des Soul Cuts Award und keine Abschlussveranstaltung ohne einen tollen Vortrag. Und deswegen bitte ich jetzt Daniel Morissette auf die Bühne zum Thema The History of Map Server.
Thank you very much. I'm very happy to be here today. You may not be aware of it, you may not know it, but FOSGIS and your annual conference are well known all around the world. We talk about it all around the OSGEO community everywhere. It is often pointed as a reference of a very active community. So you have done a great job over the years, so keep up the great work. And I've thought about coming to FOSGIS in past years, but since I don't speak German, I could not listen to the talk, so there was not much point. And this year I was invited to talk, so I had a good excuse. And I, as I said, I'm very happy to be here today. So what could I talk about? Well, I guess the history of MapServer is one thing I know fairly well and could talk about. For those who don't know me much, well, Marco introduced me. I work for MapGears, my company. Before that, I co-founded the M Solutions Group back in 1998. I joined the MapServer project in 2000. I'm involved in OSGEO, and all the rest is history. And talking of history, so where do we start? MapServer is more or less 20 years old today. So let's start at the beginning. At the beginning, several thousand years ago, for thousands of years, mankind has believed that the Earth was, that the Earth was flat. Flat like a pizza, and that if you walked to the edge of the crust, you'd fall off in the infinite vacuum of the universe. So, about around 500 before BC, Pythagoras came up with this idea of a sphere, that the world would actually be round, and he revolutionized the world by, with that statement. Then, I should avoid touching. Then several years later, some guy called Gerardus Mercator came up with a system of equations to be able to take the sphere and put it back on a piece of paper. And later on, some company called Google adopted that projection and made that, well, kind of broken projection, but made it the standard. So now we don't need other projections. There's the Web Mercator, and it's the solution to all problems with projections. And the last century, you may remember this thing, it's called the paper map. That's how we used to travel, you know, when if we had to plan a trip. We used those things. They were printed on paper. Yeah, what about MapServer? I'm here to talk about MapServer, so I'm coming to it now. At the end of 89-90, Tim Berners-Lee and Robert Caillot created the World Wide Web. And some guy called Frank Wammerdam around 94-95 released a piece of code called Shapelib, a library published in the public domain. At the time he called it public domain, to read and write shapefiles. 94, Steve Lime at the University of Minnesota is thinking about a PhD project to create a decision support system for a recreational area. And he starts playing with a web-based ArcInfo AML generator, but he quickly ran into problems with first the speed and then licensing issues. So there was, in around 95, the University of Minnesota had access to a grant from NASA to publish imagery over the internet. So the Fornet project was started. At the time, he created an application called ImageServe. So it was not the MapServe that we know, it was ImageServe. It was serving Erdas Imagine imagery. In 96, Steve found Frank Wammerdam's Shapelib, and he thought that if he combined Shapelib with the GD library, the GIF draw library, then he could publish vector maps on the web. So then MapServe was created. At the time, it was just an internal project for the Fornet funding that they had from NASA. In 97, version 1 was published, but more like an internal, with an internal network of people. In 98, the first version 2 was published on the internet on the Fornet website. 99, version 3.0, the University of Minnesota MapServer website was created, and version 3.0 of MapServer was published. Early 2000, version 3.1 added MapScript,
So all that time, Steve was the only developer and working on his own. In the meantime, I was doing web mapping with a closed box piece of software, a proprietary black box, and I was pulling my hair. So on a day of January 4th, 2000, I wrote an email to the GIS-L list. Some of you may remember that list from back then, but it was a very active mailing list on all GIS topics. I wrote a long email, which was the result of my reflection of what I needed as the perfect web mapping engine. It had to be multi-platform, work on Linux and Windows. It had to be an open system, either open source or something that I could extend as I wish. It had to be able to support all sorts of vector and raster formats. I had a long list, and at the end I put, it has to be free or reasonably priced. And I got all sorts of responses, funny ones. Someone wrote to me that I believed in fairy tales. I still have to come and meet that person because it's a well-known person in the GIS industry. So I still have to go show that email to that person. So I did my research, and the answer was MapServer. I came across MapServer, and it didn't have everything I needed, but it had all the bases that would allow me to build what I needed. So I started playing with it. Over one night, I could reproduce an application that I had taken several weeks to build with the black box system. So I was convinced. I decided to go for MapServer. So that's in 2000. DM Solutions Group, which was my company at the time, adopted MapServer as its core web mapping technology. And we started contributing, starting with PHP MapScript, the support for WMS, support for OGR, which allowed us to read several vector formats. The picture here is Jeff McKenna and Asifa. Ewan was an Asifa back when they still had hair. So as we started working with MapServer, I talked to Steve Lime and I said, look, we'd like to contribute. We need some collaboration tools because before 2000, it was just Steve doing stuff on his own and publishing his results to the web. So we set up CVS, Bugzilla, a wiki, and quickly other people started joining the project. So that's really when MapServer took off as a real collaborative open source project. 2001, the next year, Paul Ramsey and his team at Refractions contributed the PostGIS support in MapServer. So that's a big highlight because then we had an open source relational spatial database, a real alternative to the black boxes. Then, I guess some people will say that's got nothing to do with MapServer, but it's a highlight for me. In 2002, I was in Trento, and I met for the first time Marcus Nettler, and here it's Jan-Oliver Wagner from Intivation. So it was my first experience in a conference like this one. And when I came back home, I said, we need to organize one of these for MapServer. So I come back home, talk with the guys at DM Solutions, and we talk to the guys at the University of Minnesota, and they say, yeah, we've thought about that too, so let's organize something. So in 2003, we went to Minneapolis for the first time. It's been 3 years for me working with Steve Lime over email. I never met him, and I met him for the first time there in Minneapolis after 3 years of exchanging emails. And this is a common experience for many of us. Many people who work in the open source world, you will be working with people for years before you meet. But then once you've met face-to-face once, you realize the value of that first contact and your collaboration is way more efficient after. So this is a group picture, and there was the closing dinner presided by Steve Lime at the bottom there. Then in 2004, the meeting came to Ottawa. So that's the shirt from the second MapServer meeting that will be in the prizes at the end. And 2005, we came back to Minneapolis. 2005, MapServer gets its first book by Tyler Mitchell, Web Mapping Illustrated. 2006 is a big, big year for all of us, for the whole community. It's the year that OSGEO was founded. There were 8 founding projects. MapServer was one of them, GRASS, Moodle OGR, and MapGuide Open Source from Autodesk. So the funding to create OSGEO came from Autodesk because they wanted to release MapGuide as an open source piece of software, and they wanted to have an independent place to put it. That's one of the reasons, one of the drivers that helped the creation of OSGEO.
The MapServer meeting became FOSS4G. MapServer and actually the GRASS conference also joined and a few other local events, and they became the FOSS4G that is now going around the world year over year. In the meantime, the MapServer project continues to be developed. There's new developers joining. So we needed to have a way to make decisions for ourselves. So in 2005, we created the Technical Steering Committee for MapServer. At the time in 2005, MapServer was still a University of Minnesota project. So the overall decisions were made by the University of Minnesota, but the Technical Steering Committee could make all the technical decisions and have a mechanism to make the decisions. In 2007, as part of the incubation in OSGO, the Technical Steering Committee became the Project Steering Committee. So it had control over all the decisions, and it's kind of the disconnection with the... That's when the University of Minnesota left its control to the committee. The steering committee that was created for MapServer is still used as an example today with all the OSGO projects that go through incubation. So the same model is being used. Today there's 14 members in the steering committee. We have also mechanisms to manage changes. We call them requests for change. We have over 25 committers right now, not all of them active. Our most active committer these days is definitely Thomas Bonfort from France, to whom we have to thank for all the great enhancements that were made to rendering in MapServer in the last couple of years. So we could almost say that we've gone through two generations of developers. There was myself, Steve Lime, Frank Womerdam, who were very active in the early 2000s. And now we have another younger crowd that's walking in our steps and keeping the software alive. And that's a great sign of a very healthy open source project when you have generations of developers passing like this and the project keeps going. The steering committee today is very international. People from, well, okay, North American and a couple of countries. But it's better than it used to be. It used to be only Canadians and US people. In 2012, we grew by acquisition. So the TinyOWS, the transactional WFS project, joined MapServer, and Thomas Bonfort created MapCache, a tiling cache package, and it joined MapServer as well. So MapServer became the MapServer suite. So we have three components now, MapServer, MapCache, and TinyOWS, which are all under the umbrella of the MapServer project. Excuse me. I talked about OSGO, the FOSS4G. One of the highlights of the FOSS4G, of some of the FOSS4Gs, has been the WMS benchmarking competition or co-petition, like I would call it. It was at its peak in 2010 with 8 teams working. So we had proprietary teams who joined as well at that time. This is a picture from the Barcelona location where there was a meeting for the day before the benchmarking presentation. But the best part of the benchmarking is that it's not just competition, it's co-petition. Here we see Thomas Bonfort from MapServer and Dane Springmeier from Mapnik. They're actually working together, enhancing each other's software. They're exchanging tricks to make their software faster. So in the end, both MapServer and Mapnik, well, they kicked the ass of everybody else, but they also were way faster than they used to be because they put their two brains together to come up with better solutions for rendering in both software. So it's not just a competition, it's actually a way to make the software better. That was the best. That's open source at its best, because we're not all competitors, we actually collaborate. Another highlight of the MapServer history is what we call the C-Tribe code sprint. We call it C-Tribe, but it's more like a joke, and we welcome Java people. So please, Java people, join. There's no way we would not want to have Java people. And actually, in some of the years, we had Java people in the C-Tribe sprint. So the sprint started in Toronto. It was an initiative from Paul Ramsey, together with Tom Kralidis and Jeff McKenna, I believe, who organized it in Toronto. The MapServer project has been at the C-Tribe sprint every year since then. So we had Toronto. The following year, it was at OpenGO's offices in New York City, and then the Java folks were with us, even JavaScript people here. So now you've got a combination of MapServer, GeoServer, and OpenLayers in the same picture, and the guys behind it at the bottom.
Montreal in 2011. So it's not just about coding, it's also about social, which is a big part of the value of the code sprint. It's actually getting the developers to meet and know each other personally, know each other more personally. Islandwood in Seattle in the US in 2012, and Boston 2013. And next week, Vienna, the first European, the first time the C tribe comes to Europe, after our European friends have traveled so many years to North America, it was quite about time that we traveled here. This time we combined with the QGIS Hackfest and the Grass Sprint, so there's actually going to be 70 developers in one room for 5 days. Just imagine how many bits will be flipped in that week. It's just unreal. So watch out the mailing list next week. There's going to be some outstanding stuff coming out, I'm sure. I know that I've seen the QGIS Hackfest last year in UK, and I've seen how hard at work the QGIS guys are. So we MapServer beer drinkers, our developers, are going to have to kick our ass and try to keep up the pace, because the QGIS people are really hard worker. Well, that's it for the history of MapServer. If you were expecting a list of features over the years, you know that's not what it is. To me, the history of MapServer is the history of a very vibrant community. It's about people. You, the FuzzGIS users group, are part of that community. It's an international community, so keep doing events like this one, sharing your results. That's a big part of the value of a community. That's what keeps software like MapServer alive. So that's it. Thank you, Daniel. Really, thank you. Are there any questions? No questions at the closing session. Switching back to German. Keine Fragen. Sondern danken. Jetzt kommt die Zeit, in der es darum geht, noch den Leuten zu danken, die die Konferenz dieses Jahr möglich gemacht haben. Und an erster Stelle müssen wir natürlich Professor Möller und seinem grünen Team auf die T-Shirts bezogen. Ich konnte kein anderes Gruppenfoto auftreiben. Danken. Und danke, Herr Möller, dass wir in den Räumlichkeiten der Beuth-Hochschule die FuzzGIS dieses Jahr so erfolgreich ausrichten konnten. Selbstverständlich, wie bei jeder FuzzGIS-Konferenz, gab es viele Pannen und Unfälle im Hintergrund. Das ist bei jeder Konferenz so, nicht nur bei jeder FuzzGIS-Konferenz so. Und das Ziel ist, dass die als Teilnehmer möglichst wenig davon tangiert werden. Ich hoffe, das ist uns wunderbar gelungen. Ich hoffe, das ist dem Team wunderbar gelungen. Und Herr Möller, Sie haben gesagt, Sie wollen an Ihr Team auch noch gerne ein paar Worte richten. Bitte ich Sie doch dazu gerne kurz auf die Bühne. Ja, danke, Herr Lechner, für die Gelegenheit, nochmal kurz meinen Leuten zu danken. Ich will mit einer kurzen Geschichte anfangen. Die startet ungefähr im Juni letzten Jahres, um genau zu sein, eine Woche vor Rapperswil. Da kam nämlich Katja Haferkorn zu uns, das heißt zu meinem Kollegen Professor Wagner, der hier auch vorne sitzt und intensiv mitgearbeitet im Local Team, und mir, und hat gesagt, Mensch, wir müssen in Rapperswil bekannt geben, wo wir die nächste FuzzGIS 2014 stattfinden lassen. Und habt ihr nicht Lust, das zu machen? Dann schicken wir euch nach Rapperswil nochmal den Call for Locations, aber wir wollen das nächste Woche schon bekannt geben. Und dann haben wir gesagt, okay, das rocken wir hier schon, das machen wir, wir haben die Räumlichkeiten, und ich denke, wir haben das dann auch sehr gut hinbekommen. Und ich bin selbst überrascht, wie gut es funktioniert hat, denn diese Organisation der Konferenz im Vorfeld, das Local Team, was gearbeitet hat, das ist ja eine sich selbst organisierende Masse. Das hat wirklich sehr gut funktioniert, und jeder von denen, die mitgearbeitet haben in den froschgrünen T-Shirts, da hinten sehe ich gerade drei beieinander stehen, die in den Workshops mitgearbeitet haben, aber auch die Leute, die die Hörsäle mitbetreut haben, die hier am Welcome Desk gearbeitet haben, die unten in der Kammer gesessen haben, wo sie eventuell ihre Mäntel, ihr Gepäck abgegeben haben. Die haben wirklich sehr gut zusammengearbeitet und haben mehr geleistet, als ich jemals von ihnen erwartet hätte. Viele von denen sind erst im dritten Semester, muss man dazu sagen, und dann auf so einer großen Konferenz. Die sind selber noch völlig overwhelmed.
Sie haben es gehört, es hat einige Pannen gegeben, nicht so sehr bei der Planung, aber natürlich hier. Und ich glaube aber, Sie haben von den Pannen gar nicht so viel mitgekriegt. Und das zeigt dann wiederum die Professionalität des Teams, was wirklich hervorragend gut gearbeitet hat. Einen dicken Applaus. Dankeschön. Der geht an die Froschgrünen im Team. Und jetzt möchte ich Frau Katja Haferkorn bitte nochmal bitten, aufzustehen, weil sie hat ganz wesentlich die Geschicke der Konferenz im Vorfeld geleitet und das Local Team zusammengehalten, immer wieder inspiriert und neue Fragen aufgeworfen. Und ihr ist es zu verdanken, dass diese Konferenz letztlich so gut gelungen ist, wie sie halt sich präsentiert hat. Herzlichen Dank. Ja, und letztlich muss ich noch jemanden danken, und das sind Sie alle. Denn so eine Konferenz lebt natürlich von der Beteiligung, und ich hatte es bei meinen Begrüßungsworten schon gesagt, als Repräsentant der gastgebenden Institution, dass ich völlig overwhelmed bin von der Anzahl der Leute, die in diesem Raum sind. Und sie ist nicht signifikant gesunken von der Einführung zur Verabschiedung. Ich sehe hier immer noch sehr viele Leute, mit Abstand mehr Leute, als ich bei anderen Veranstaltungen hier sehe. Und es hat mich wirklich gefreut, so viele Leute hier zu treffen, so viele interessante Gespräche zu führen, Fachgespräche, meinen Horizont selbst zu erweitern, GeoX 2 und so weiter. Also es waren wirklich tolle, inspirierende Gespräche, die ich mit vielen von Ihnen geführt habe, mit den Ausstellern, auch denen nochmal herzlichen Dank, dass man sich mit Ihnen so gut austauschen konnte und insbesondere Ihnen als Publikum, als Audience, dass Sie an der FOSGIS 2014 teilgenommen haben. Und ich denke und hoffe, dass ich viele von Ihnen nächstes Jahr in Münster dann wiedersehen werde. Herzlichen Dank Ihnen allen. Katja kann ich gerade noch nicht ganz weglassen, weil wir noch etwas vorbereitet haben, weil ihr Einsatz, gut, sie kriegt auch ein bisschen Geld dafür, aber in keinster Weise die Bezahlung, die für ihren Einsatz angemessen ist. Deswegen haben wir überlegt, dass wir dir einen kleinen Kinogutschein zukommen lassen. Vielleicht wird es auch ein größerer Kinogutschein. Da musst du dich überraschen lassen, da du ja in Potsdam wohnst und sogar ziemlich nah am Thalia Programmkino bekommst du von uns, vom FOSGIS e.V. noch einen Kinogutschein und kannst dir da mal einen angenehmen Abend allein zu zweit, vielleicht mit einer ganzen Gruppe machen. Tatsächlich vormerken, aber Moment, die Folie kommt ganz am Ende. Eigentlich müssen wir ja noch, deswegen sitzen ja hier noch so viele, noch ein bisschen Glück haben. Es hat keiner mehr die Chance wahrgenommen, hier noch was reinzuwerfen. Vielen Dank für die Teilnehmerbögen, für die Rückmeldungen. Die sind uns natürlich sehr wichtig, denn die werden tatsächlich jedes Jahr intensiv ausgewertet. Wir haben dieses Jahr vor, die Verlosung relativ straff zu machen. Moment, die Schere habe ich hier. Es geht noch. Also, letzte Möglichkeit, noch 30 Sekunden, noch was reinzuwerfen. Also, die Teilnehmerbefragung, die wir jedes Jahr machen, ist ja uns so wichtig und wird auch jedes Jahr ausgewertet, und das Feedback versuchen wir natürlich auch zu verarbeiten. Trotzdem bitte ich vom Vor-Ort-Team. Hoppla. Hoffentlich war das der richtige Zettel. Genau so rum. Ich bitte von den Grünhemden bitte unsere Glücksfee nach vorne. Wenn die gerade noch nicht da ist, dann müsst ihr am Welcome-Desk die schnell holen. Dann ist ihr das irgendwie durchgerutscht. So, was haben wir denn heute an dieses Jahr an Preisen zur Verfügung? Bereits angekündigt natürlich von Daniel Morissette ganz am Ende das Original-Teilnehmer-T-Shirt der
Phosphor-G vor 10 Jahren, noch ungetragen, original verpackt und übrigens nicht made in China, Taiwan oder ähnliches, sondern made in Canada. Dann haben wir natürlich Buchpreise, da werden wir es jedes Jahr so handhaben, dass wer zuerst gezogen wird, sich ein Buch raussuchen kann. Wir haben diesmal Simple Features, Web Portrayal Services, ich glaube, die sind jedes Jahr dabei. Dann eher die dickeren Bücher, das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen 2013 und 2014. Sowie Umweltinformationssysteme. Und als erstes verlosen wir, da kommt die Glücksfee auch, verlosen wir drei Sonnenschirme. Weitere Preise haben wir auch noch. Ein paar USB-Sticks, ein paar Kartenspiele, ein paar Blöcke. Die finden Sie alle draußen in dem Karton, der da steht, unsere Krabbelkiste, die wir letztes Jahr in Rapperswil eingeführt haben, die haben wir auch dieses Jahr wieder. Wer sich also noch irgendein Gimmick mit nach Hause nehmen möchte als Erinnerung, möge das gerne tun. Ja, schon draufkommen, hierher. So, wir starten also jetzt erstmal mit den drei Sonnenschirmen. Bitte walte deines Amtes. Einen einzeln erstmal. Wir müssen ja auch vorkommen. So, Sebastian Hennig. Anwesend, gut. Danke. Bitte schön. Nee, kannst du nicht. Frank Jäger, der ist doch hier vorhin rumgerannt. Ja, den habe ich gesehen. Ja, gerne. Marvin Brandt. So, jetzt die Buchpreise. Als erstes Buch kann auswählen Helene Kautz. Ja. Felix Pichert. Was wird's? Umweltinformationssysteme ist weg. Anja Littka. Du hattest doch letztes Jahr schon was gewonnen, oder? Nein, das geht aber eigentlich nicht. Er war vorher gezogen. Uiuiui. Carla Fürtges. Ich hoffe, ich habe es richtig entziffern können. Ich sehe sie nicht, Carla Fürtges. Gut, dann Pech gehabt. Marcel Radischat. Du hast jetzt noch die Wahl zwischen das deutsche Vermessungs- und Geoinformationswesen 2013 oder 2014. Und Jörg Wittenberg. Warten wir jetzt noch kurz ab, weil es kommt dann. Herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt Hauptpreis. Trommelwirbel. Größe L. Männerschnitt. Marcel Hibbe. So, herzlichen Glückwunsch. Gleich anziehen, los. So, vielen Dank.
So, Schlussworte. Tatsächlich, es war knapp wie letztes Jahr und ja, es ist eigentlich jedes Mal ziemlich knapp. Überlegen Sie sich doch mal, ob Sie nicht die Foskes-Konferenz 2017 veranstalten wollen, und überlegen Sie sich das frühzeitig. Aber wir können tatsächlich diesmal announcen, dass die Foskes-Konferenz 2015, schreiben Sie sich das in Ihren Kalender rein, am 11. bis 13. März in Münster stattfinden wird. Und dazu laden wir Sie natürlich gerne ein. Treffen Sie uns dort wieder. Die meisten Gesichter kennen wir ja sowieso, kennen sich untereinander, aber wir haben am ersten Tag auch festgestellt, ein Drittel der Personen in etwa war zum ersten Mal auf der Foskes-Konferenz. Ich hoffe, dass wir einen großen Teil von denen dann als Wiederholungstäter sehen, dann in Münster wiedersehen. Ich danke Ihnen für die tolle Konferenz. Auch persönlich danke ich Ihnen für diese tolle Konferenz und wünsche Ihnen einen guten Nachhauseweg. Habe ich noch irgendwas vergessen? Kein Zwischenruf. Danke. Draußen, wenn Sie schnell auf den Zug müssen, haben Sie Pech gehabt. Draußen gibt es noch vom Foskes e.V. aus an Sie Sektempfang, aber auch Bier, aber auch Saft. Und falls Sie Ihre Lanyards, ich habe es einstecken, loswerden wollen, da wird draußen auch eine Kiste sein, da können Sie die noch reinwerfen. Bis gleich, wir treffen uns beim Sekt. Thank you.